Hallihallo und herzlich willkommen. Montags Nachmittags Stream. Hier rennt schon ein Hirsch durch die Gegend. Ja, am Freitag ist ausgefallen. Wir hatten viele Dinge zu tun. Und ja. Deswegen sind wir jetzt heute wieder da. Da hinten kommt die Caro schon mit der Waffe gezückt hier. Nee, ich treffe nichts. Ja. Außer das Pferd, ne? Das Pferd steht ja hier auf der Seite. War ja noch weit genug weg. Und dann komme ich gleich mal mit der Kiste. Ja, die müssen sofort Beleuchtung anmachen, ne? Überall. Genau. Tip, tim, tim. Nein. Bist du schon in Weihnachtsstimmung? Nee. Nee? Okay. Eigentlich nicht. Wollte ich so nicht. Das wolltest du so nicht. Was haben wir denn? Wir sind morgens, das heißt... Wir sind morgens. Mhm. Ja, ja. Wer von uns beiden wird dann Abend sein? Weiß ich nicht. Was war denn überhaupt jetzt alles so geplant? Also ich melke jetzt mal. Die Kühe. Genau. Und ich denke an sich haben wir so das meiste eigentlich schon soweit erledigt. Ja. Wir müssen mal gucken, was wir noch an Schweinefleisch zu verarbeiten haben. Ich glaube, oben stehen noch ein paar Kisten voll damit. Jetzt mache ich ja erstmal überall nochmal Licht. Genau, mach mal Licht. Es ist sonst zu dunkel. Ja, aber das erst abends anzumachen ist halt auch ja zu spät. Recht. Aber den Kühen haben wir auch schon. Meinst du ja hier auch schon rum? Ja, weil ich Licht angemacht. Ich werd dir doch nicht helfen. Dum, da, da, dum. Schon wieder. Hast du einen Ohrwurm? Nee. Nein. Sieht das etwa so aus? Aussehen tut das nach gar nichts, aber das hört sich so an. Wer läuft denn hier? Ach du. Ja, also nicht du, sondern ich hab die Anzeige von einem Bein. Wieder vor der Nase. Ja. Dann tun wir auch mal weg hier. Ich bin dafür, dass wir vielleicht für die anderen Hühner auch so einen großen... Bald einen großen Stall, ja. Dass man den einen dann ja wegmacht. Ich bin auch dafür, dass wir irgendwann... Wobei... Nein, die Tür soll eigentlich nicht so bleiben. Das Futter.
Das ist der Premium. Nein, der teure. Wenn, dann müssen wir es teuer machen. Genau. Ne? Und am besten Shep. Ja, natürlich. Wenn schon, Weil Shep ist in. dann Oh bitte, nee. aber so So richtig. Shep überhaupt nicht. Bitte. Oh Mann, ich krieg immer einen Schrecken, wenn man irgendwas abreißt. Weil es sich so angefühlt hat, als ob sie irgendwas, was eigentlich wichtig ist, weg. Das jetzt gerade? Ich bräuchte eine Wasserwaage. Ich weiß nicht. Das sieht genauso schief aus. Oh Mann. Könnte ich mich jetzt mal hier ein bisschen Ja, bemühen? konzentrier dich mal endlich hier. Oder alles hier ist Schepp. Außerdem will ich den nicht so rum. Ich will den so rum. Ach, schon wieder? Meinst du, das ist schief? Ja, das ist schief. Ich krieg's nicht gerade. Das ist unglaublich. Ja, ne? Wie kann das denn Unglaublich. sein? Jedes Mal. Aber das könnte gerade sein. Es könnte gerade sein. Es könnte aber auch schief Sag mal, ich sein. warte mal. Der Ja, das sieht schon. Oh Mann, das ist Käse doch ist schon dann. wieder schief. Wo bist du? Ach, da bist du. Aber das ist doch. Aber was schön ist, dass man hier den Zaun weiter ansetzen kann. Aber nicht schief, oder? Warte. Willst, oder willst du das machen? Nee, nee, warte. Du hast den jetzt weggemacht, deswegen. Ja, Der so wie den Zaun. So. Warte. So. ja, das sieht doch gut aus. Ja, ist auf jeden Fall mal gerade. Wie viel haben wir den breit gemacht? Ja. Drei, Das oder? sind nur drei, ja. Dann machen wir den auch drei. Ja. Und dann kann man den ja immer noch. Ja, was ist jetzt gerade? Das hier? Nee, eins. Weil der ist halt Chap. Ja, das macht ja nichts. Ich will den aber so nicht haben. Den Hühnerstall. Mach jetzt als erstes mal den Zaun und dann kannst du den Hühnerstall ja nochmal gucken, ob du ihn irgendwie positionieren kannst. So. Nope. Wieso denn nicht? Musst eins rausdrehen. Ah, dann sieht's scheiße Nein, aber aus. jetzt ist es gerade. Jetzt sind es 90 Grad. Wie geht's? Was wie geht? Nur weil der. Das ist jetzt. Weil der Stall an sich schepp ist, aber das macht ja nichts. Also du kannst den Scheiß hier gleich selber, weil ich bin unzufrieden. Und wie breit? Ah, noch eins, ne? Ja, das sieht halt schepp aus, aber. Also doch. Das, ja. Und wie kriege ich den? Was ist jetzt schon wieder? Nix. Hab nur dran gedacht, dass ich ja Käse machen bin. Nicht so wichtig wie jetzt der Hühnerstall, oder? Aber der ist fertig, der darf jetzt reifen. Ich glaube, das ist gerade. Ich komme. Aber der Zaun dazu sieht trotzdem schepp aus. Tut mir leid, aber. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das ist vielleicht noch ein bisschen. Aber das geht. Vergiss ein Tor nicht. Okay, Guck wo ist mal, jetzt. schön, ne?
Ja, wunderschön. Weil du halt auch hier... Der ganze Zaun ist schief. So. Das hier ist... Ja, dann... Soll ich es wegmachen? Ja. Dann mach du den irgendwie da diese Stelle, wo ich da Dings habe. Ne? Klingt toll. Zaun. So, Wasser. Ist da. Futter. Ist auch noch mit im Bereich. Also ich habe jetzt jede einzelnen Dings angeklickt und bin hingelaufen. Also das muss passen. Wie viel Geld haben wir denn? Achso, 33.000. Ja, 52 Metall. Haben wir denn noch Metall? Ja, wir müssen Metall. Weißt du, was toll ist? Jetzt haben wir uns Garagen gebaut. Und jetzt parken wir da gar nicht drin. Ja, ne? Ach, hast du den Käse jetzt fertig gemacht, oder? Ja, das... Oder ist noch was käsemäßig zu tun? Da! Alles gut. So. Passt alles. Soll ich mal gucken, was der Laden haben möchte? Ja, wäre ganz praktisch. Mist. Ecke vom Haus. So nah dran. Kamera. Oh, Steine hier. Oh. So, dann gucken wir doch mal. Was haben wir denn da? Rinderfrikadelle. Käse, Weißschimmel. Ich glaube, da haben wir eine ganze Kiste rumliegen. Und Hähnchenfleisch. Einfach nur Hähnchenfleisch. Sogar Preismultiplikator 2. Hui. Was ist jetzt? Ich bin wieder ausgestiegen aus dem Auto und... Hähnchenfleisch hast du gesagt? Ja. Ich weiß, dass wir auf jeden Fall mindestens eine ganze Kiste mit Weißschimmel haben. Ah, Hähnchenfleisch. Und sehr schön. So. Wobei, das Wildfleisch kann ich eigentlich mitverkaufen. Ja. So, die Dose kommt hier jetzt auch mal. Was haben wir sonst noch hier? Irgendwie, die ist leer, die sind alle leer. Was haben wir denn hier noch? Das sind alles Schweinswurst. Blauschimmel. Okay. Meinst du, das sind Blauschimmel? Okay, also. Soll ich dann noch tanken fahren? Ja. Ich tanken. Was machst du? Das geht mir nichts. Es geht mich nichts an, okay. Nee, ich mach was anderes. Also im Prinzip fahre ich dann auch tanken. Aber was anderes. Du tankst was anderes? Ja, natürlich. Bier? Oder allgemein Alkohol. Sag mal. Verkaufen wir doch. Oh, $4.000 sind es wieder. Cool. Ja, Hähnchenfleisch gibt $60 pro Stück. Der Käse
kriegt 220 pro. Die drei Wildfleisch, die sind ja, ja. Die lagen halt in der Kiste. So, die Tankstelle ist auf der anderen Seite, ne? Ja. Mhm. Auch ein Hirsch rum, aber. So, so. Und das soll ich dir jetzt glauben? Ja. Ein Kalender. Ich möchte nicht ins Auto steigen. Haben wir eigentlich? Was denn? Metall? Na egal. Hast du nicht nachgeguckt? Nö. Ich 10. Hast ja nichts dagegen. Nö. Ja, für den Hühnerstall brauchen wir. Ich meine, das reicht ja locker, was wir hier haben. Hm. Interessant. Was? Der Schlauch von der Tankstelle irgendwie, der sah aus, als würde die Zapfsäule selber Seil springen. Ah. Ja, jeder muss sich verteidigen. Ja. Vor allen Dingen so eine Zapfsäule, ne? Ja. Geht ja auch nur den ganzen Tag rum. Ja, eben. So, Hirsch, wenn du nochmal so über die Straße gehst, dann kann es sein, dass ich dich überfahre. Nee, kannst du nicht, die sind resistent. Öppala. Dagegen. Da machst du eher das Auto kaputt. Ja, ja. Bei dem Stahlfell. Genau. Schon wieder Stein. Der Seite angeschlichen. Mit dann vor das Rad zu bringen. Okay. Da. Und die Kanister. Ach, verdammt, und ich habe keine Kiste dabei. Ja, hättest du mal eine mitgenommen. Egal. Ah, jetzt werden da nochmal Dings. Kannst ja noch wegfahren. Ja, kann ich jetzt gleich nochmal wegfahren. Ist doch auch Weißschimmel. Ja, 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 es ist Weißschimmel, ja. Also jetzt sind die Hirsche aber unterwegs, ne? Unglaublich. Ja, der ist jetzt bei 40%, das dauert noch, bis die fertig sind. Ja, dann fahren wir da halt doch mal hin. Wer? Wohin? Ach so, zum Laden. Für die drei Weißschimmel. Du den ganzen Sprit, den du da kaufst, auch bezahlen kannst. Mhm.
Ich will die da aber jetzt nicht rausholen. Ja, ich denke, du wirst die rausnehmen müssen aus der... Oh, von der Ladefläche. Einen habe ich geschafft, aufzutanken. Ja, und die anderen wollten nicht. Da war dann, weiß ich, irgendwie eine Strebe im Weg oder irgendwie sowas. Das Auto. Das Auto, okay. So, dann gucken wir doch gleich mal. Leere Milchkanne wieder mit. Könnten wir gleich nochmal die Kühe melken. Ist es denn schon wieder soweit? Ah ja, wir haben 18 Uhr. Oh Gott. Beinahe hat's geklemmt, ihr Mann. Wie wär's? Ja, da, nein, nicht da, so rum, nein. Ja, wie denn jetzt? Noch ein Stück. Dankeschön. Oh, schon wieder ein Hirsch. Dass das nicht der zweite, der gleiche ist wie... Wie die fünf anderen, ja, könnte ja sein. Sehen sich alle so ähnlich, ne? Ja. Sollten Pullis tragen. Ja, oder Namensschilder, das würde ja schon reichen. Vielleicht können wir die ja auch benennen. Hirsch 1 bis 5. Also bleibt der Hühnerstall jetzt so, ne? Ja. Ich jetzt mal so behaupten. Dunkel hier. Noch Metall. Ja. Du kannst ja. So, wenn du so. Irgendwann. Das sind die 4000 Dollar, die wir eingenommen haben, schon alle wieder weg. Ja. Ja, und? Ja, das, dafür braucht man sich jetzt keine Sorgen mehr über Metall zu machen. Ja. Kann ich noch mehr Lichter anbringen? Ja, das wäre jetzt mal schon irgendwie praktisch, wenn es dann auch irgendwie so einfach irgendwelche besseren Lichter gäbe. Lichter gäbe, weil sich irgendwie so straßenlampenmäßig oder so, weißt. So, falls der Entwickler sich da berufen fühlt. Straßenlaternen. Oder sowas, ich weiß nicht, es gibt da auch die zum Hinstellen, weißt du? Ja, liegende Straßenlaternen habe ich noch nicht gesehen. Außer wenn ein ja, Auto gegen gefahren fragen, ist. Ich wollte gerade fragen, stehen Straßenlaternen nicht generell? Ach was. So, jetzt will ich mal was ausprobieren.
Ich denke mal, das Tor machen wir überhaupt gar nicht mehr weg, ne? Nö. Oh Mann, die schweben ja auch wieder in der Luft. Könnte bis oben... Oh, wie geil ist das denn? Ich glaube, ich habe eine doofe Idee. Warum ist das eine doofe Idee? Eher eine bekloppte Idee. Oh, man kannte die jetzt nicht. Weil ein Schlag so viel und dann ist das Tor weg. Oh Mann, wieso? So dunkel bei dir. Nein, das war rangezoomt. Das hatte keinen Grund. Okay, müssen wir mal. Ich will wenigstens ein viertes da hinkriegen. Ja. Oh, wieso denn schief? Ich will das untereinander, du. Okay, dann mach ich es halt dahin. Kann ich das andere dann auch versetzt machen? Ich sag jetzt mal ja. Jedes Mal, wenn ich irgendwie, weiß nicht, wenn ich dann im Platzieren war, da meinte er, müsste mir dann besonders die Anleitung ranzoomen. Ja, das ist manchmal ein bisschen unangenehm. Ja, und auf der Seite habe ich das jetzt so gemacht. Weg. Was ist? Und auf der anderen Seite machen wir das dann auch so. Ah. Wie weit... Ist das... Ja, das sieht gut aus. Und in welche Richtung muss ich jetzt... Hätte noch ein bisschen höher gekonnt, aber das macht ja nichts. Ah ja, ich sehe es auch. Es macht egal, dann nichts. Sieht das halt innen anders aus als außen. Ja, eben. Ich bin mal gespannt, ob das irgendwie... Dann... Das sieht man bestimmt vom Laden oder sowas aus. Dieser Baumstamm ist scheiße. Was ist? Nix, das ist alles gut. Ah, das und dann unten geht jetzt nichts mehr hin. Das Ding will mich doch verarschen. Ja, da sind aber auch nur vier auf der anderen Seite. Ja, dann habe ich die halt irgendwie blöder... Ich kann da unten aber auch nix. Bist du hier mir jetzt im Weg? Ja, ich steh ja hinter dir. Ich kann nicht vor dir im Weg sein. Kann nur hier hin. Ja, dann mach's da hin. Noch die andere Seite. So, dann nehme ich jetzt mal Metall. Schmeiß das mal in den... Hier rein. Ach, da ist schon Metall drin. Warum sagst du mir das nicht? Also irgendwie verstehen tue ich hier das eigentlich gar nicht, aber egal. Sieht ja wunderschön aus, wette ich mit dir. Egal. Bleibt jetzt so. Und weder spendet kein Licht. Sollen wir uns hinlegen? Ja, keine Ahnung. Ich muss jetzt hier erstmal. Ja, ist ja gut. Wenn du erstmal. Was auch immer. Dann mach du mal erst. Wie viel haben wir denn? Achso, 12:30. Aha. Ja.
Okay, nochmal Metall holen. Wir brauchen auf jeden Fall Holz dann wieder. Mal wieder einen Wald klein machen. Oder wir gehen kaufen. Oder das, was halt schneller geht. Ja gut, kaufen geht immer schneller. Ja. Warte mal, ich will mal. Ach, man kann. Das ist ja cool. Ich glaube, wir müssen. Bei Tag packen wir hier Ponystellen. Okay, sollen wir dann uns hinlegen, damit es Tag wird? Ja. Dann Ah, ne. kuschel ich halt wieder mit dem Baumstamm und der Frikadelle. Ja, das sieht irgendwie schon ziemlich. Ja. Ich glaube, die Frikadelle muss da weg. Könnte Ja, nicht dann nimm Sinn. die halt mit runter und häng die jetzt endlich auf. Das sind ja lauter. Hatte Was? vergessen, dass die Schränke voller Würste sind. Tja. Tja, genau. So kann's gehen. So kann es gehen, genau. Also. Eins nach dem anderen. So, wir haben morgens, das heißt, jetzt sind erstmal wieder die Kühe dran. Das wird ja Ewigkeiten dauern. Also nicht mit den Kühen. Ja, was dauert dann Ewigkeiten? Ich habe gerade gesehen, dass man unter Umständen ein bisschen den Weg beleuchten könnte. So. Einfach so den Weg beleuchten. Könnte die Lampe sich einfach jetzt mal konzentrieren? Jung. Ach, okay. Ah, nee, doch. Ich dachte. Jetzt gibt es irgendwann Grenze. Hier darfst du nicht mehr. Aber es könnte sein, dass das jetzt langsam so sein wird. Nee, ich denke mal, man kann schon den Weg irgendwie entlang leuchten, oder? Ja, ich denke schon. Ich denke, irgendwo hast du dann tatsächlich eine Grenze, wo du dann nicht mehr bauen darfst, weil du kannst ja nicht überall irgendwie Zäune oder Lampen oder was auch immer hinbauen. Eigentlich könnte man das auch näher hier an den. Das ist irgendwie kacke. Genau. Würde Tage brauchen. Und dann auf der anderen Seite auch nochmal. Oh. Die Bushalte, die braucht auch hier Licht. Na klar. Warte, das könnte ich auch hier vorne dran machen. Kann ich die auch wegmachen? Ich glaube, die Bushaltestelle kannst du nicht entfernen, die ist fix. Und fertig.
Warum? Ich würde dich aber gerne, genau, so wollte ich dich da eigentlich. Die stellen wir jetzt mal dahin, dann nehmen wir mal den, Oder sind jetzt die der ganzen herkommt. Bäume im Weg? Oder hört hier tatsächlich die Grenze auf? Kann durchaus sein, dass Also, dann oder da fängt die Grenze an? der Dings sozusagen dann da fertig ist. Oder die Bäume sind im Weg. Warte mal. Jetzt laufe ich Warum einfach haben den. wir hier nur noch vier Hühner drin? Wenn nicht mal mehr Hühner? Keine Ahnung. Oder sind uns zu viele abgenippelt, weil wir keinen. Weiß nicht, liegen denn Tote? Vielleicht verstecken die sich. Ineinander? Ja, keine Ahnung, Ich habe aber hier nur braune Hühner. In dem sind nur noch 1, 2, 3, 5 Hühner drin. Wir haben keine schwarzen oder braunen Hühner. ja. Hier sind lauter Küken und so weiter. Ja, keine Ahnung. Als ich da noch das letzte Mal drin war, da waren eigentlich noch mehr Hühner da. Ja, ist ja auch nicht so, dass wir jetzt die irgendwie hier, dass die irgendwo hier rumgelaufen wären oder sowas, dass wir die nicht mehr. Sind die in der Nacht alle von Wölfen gefressen worden oder sowas? Aha, das geht ja überhaupt nicht. Ja, also. Da müssen sich die Wölfe schon hier hintrauen. Wäre natürlich jetzt super, wenn der. Was? Wenn der Laden jetzt Schweinswürste haben wollen würde. Oh, sieht zwar jetzt auch vielleicht nicht schön aus, aber ja. Jetzt kann ich eine Frikadelle da in die Wand, in den Schrank. In die Wand hauen. In die Wand hauen, genau. Ah, dann haben wir wieder vier Kisten voll. Ach, ich bin an der Treppe hängen geblieben.
Was denn los? Ach, das Stapeln funktioniert wieder nicht so richtig. Müssen wir schon Pause machen? Ja, müssen wir schon wieder Pause machen. Okay, kleiner Moment. So, da bin ich wieder. Kann ich dann auch vielleicht in Ruhe mal die Kiste hier drauf rumstapeln? So, hast du mal geguckt, was im Laden ist? Nein. Hast du nicht? Okay, dann. Aber kann ich, oder kannst du machen? Ja, deswegen, dann gehe ich doch einfach mal da vorbei. Ja, richtig Flutlicht sozusagen. Einflutschlicht Einflugschneise, so heißt das Wort. Aber bis unten kann ich tatsächlich, ich kann nur bis hier. Bis dahin, irgendwie, wo du hinkommst, wo es, sozusagen. Ja. Der Rest ist überall rot. Ja, nee, dann. Ja, dann wird der wahrscheinlich eine. Diese imaginäre. Hier existieren. Also, was heißt imaginär? Was haben wir denn? Nochmal Weißschimmel. Ich kann ja nochmal gucken. Rindfleisch und Hühnerwurst. Haben wir im Prinzip. Also, das Spiel kann sich auch nicht entscheiden, ne? Ob das jetzt mit Tag-Nacht zu tun hat. So, kannst du doch noch welche dazu bauen? Ich glaube tatsächlich nicht mehr viel. Also bis unten hin wird es, glaube ich, nicht gehen. Ja, das glaube ich auch. Jetzt hast du mir, glaube ich, gerade im Weg. Das ist wie mit den Schweinen. Wenn die da langlaufen, dann kann ich das nicht. Nee, dann mache ich die anderen zwei trotzdem wieder weg, weil auf der anderen Seite kann ich auch keine zwei mehr hinzufügen. Ja, das doch. Ja, dann. So, das kümmere ich. Käse? Oh. Wie lange brauchen der noch? 80%. Naja, gut, vielleicht können wir mal gucken. Achso, das ist auch Blauschimmel. Fertig kriegen. So. Also wie viel hast du schon all das Holz, was wir haben? Nein, habe ich nicht. Es war ja dann zu dunkel. Jetzt kümmere ich mich gerade um das normale Tagesgeschäft sozusagen. Käse machen. No. Ich weiß nicht, was du hast. Oder ich bin krank im Kopf. Was? Wieso? Warte, ich komme. Also wenn ich... Also entweder hat er jetzt bei mir, lädt er keine anderen... Ja, jetzt sind auf einmal Weiße da. Und da, ich sehe auch Schwarze da. Okay, gut, dann bin ich doch nicht bekloppt. Nee, dann meinte mein Spiel vorhin, ich lade jetzt einfach nur ein Drittel von den ganzen Hühnern da, die da sind oder so. Fallen gelassen. Den Stall an sich kriegen wir noch fertig, aber für den Zaun wird es nicht reichen. Tja. Also, schätze ich jetzt mal so. Werden wir dann sehen, ne? Ah, das sieht aus, als würden da
Was? Noch, also für den Zaun reicht's auf jeden Fall nicht. Ich glaube, den Stall haben wir jetzt dann fertig. Ja, genau. Mal da reinschmeißen. So. Da. Ja, das heißt für den. Warte mal, ich hole aber. Da hinten habe ich gesehen, da lag. Bei uns hier oben auf dem Balkon. Ah, da ist auch noch. Ja, das könnte noch reichen. Ich habe hier auch noch ein paar Baumstämme, die hier rumliegen. Aber die könnte ich gleich mal noch mit dem Audule holen. Dass man die noch nachsägt und so. Einfach nur hier rein. So. Schwui. Kannst du die nicht von oben runterschmeißen? Nein, habe ich versucht. Ach, schade. Dum, 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 dum. Ah, der. Voilà. War ein bisschen rumgesponnen. Dann reicht's doch für den Zaun. Ja, dann reicht's doch für den Zaun. Ja, ich habe die auf dem Balkon komplett ausgeblendet sozusagen, dass die ja noch existieren. Hast du denn noch? Weiß ich noch nicht. Ich muss mal gucken. Einmal und. Es fehlt noch eine Planke. Bis. Tor. Genau. Sehr gut. Hol ich mal die. Baumstämmchen da, die da. Mal Bäume gefällt, damit die Scheune dahin passt. Ja. Die aber nicht weggeräumt. Nee. Unglaublich. Ach, hier ist ja noch der alte Brunnen. Er darf da rumstehen, der alte Brunnen. Der alte Brunnen. Ja, hier ist ach so, der alte Brunnen. Der alte Brunnen. Weiß doch, der alte Brunnen. Ist eigentlich noch genug überall was an Futter. Ach so, es reicht ja sowieso nicht. Wir müssen ja auch noch Tröge machen. Du, hey, du, was du, bauen du, die Tröge immer 7, ne? Ja. Ja, das reicht. Oder dann, einmal 6 Stück. Dann, das reicht dann mit dem Holz, was ich. Nein, nein, nein. Komm schon, fahr da oben rein. Siehste, geht doch. Was ist denn jetzt schon wieder? Hm? Ich hab da Ah doch, er hat sie da hingelegt. Also irgendwie sah das eben komisch aus. Als hätte er den Baumstamm. Irgendwie desintegriert oder sowas. Dann schmeißen wir.
Ah, die ist leer. Aus, aus, aus. Hast du schon, ja, du, oder? Gebaut hast du sie noch nicht. Nö. Dafür Nicht gibt. streiche ich die. Scheune. Ah, das passt richtig gut. Ja. Also das Braun gefällt mir. Ja, sieht auch gut aus. Nein, falsche Tür. So, das heißt, ich tue, dann schaue ich, dass ich die Sachen einblende. Okay, das reicht also völlig. Sollte auch fürs Wasser reichen. Das reicht gut. Oh, was? Tote Küken. Tote Küken? Ja, habe ich jetzt entfernt. Da lagen zwei rum. Sind die da hinten nicht mehr rausgekommen oder was? Ja, wahrscheinlich. Hm. Ja gut. Die sind sowieso dämlich. Also ich Das stehe. haben wir ja schon festgestellt. Also ein kleiner Futtertrog. Alles gut. Ja, ich versuche, aber die Kamera meint dann, sie muss in den Dachbalken von der wird sich drin sein. Jeweils zwei oder? Ne, wir haben lieber beim anderen haben wir, glaube ich, auch nur eins, oder? Oder haben wir zu zwei? Sag mir mal, das sind. Ne, das ist ein Futterdruck und ein Wasserdruck, okay. Also brauchen wir auch da nur jeweils eins. Oh, es reicht. Wir brauchen kein zusätzliches Holz jetzt gebraucht. Ah, cool. Wie abgemessen. So. Lampe machen wir mal an hier, damit ich auch was sehe. Du hast ja hier noch Lampen, die noch nicht fertig sind. Ja, weil ich hier gerade Weil du die gerade eben platziert erst ge habe. gebaut hast. Das ist ja unglaublich. Ja, ich dachte, wir könnten jetzt mal über die Lichter Installation sprechen, damit Genau. man hier vielleicht mehr. Ich meine, man müsste hier den ganzen Boden eigentlich mit Lichtern tapezieren. Ja, so, weiß ich, so Bodenlichter, ne? So überall, warte mal, hier sind. Ich hätte es halt cool gefunden, wenn man die Lichter auch an die normalen Zäune dran machen kann. Ja. So hochkant, wie man. Da. Ah, hier sind noch. Andere Richtung.
Hat das denn genug Licht? Och, ich denke schon. Hoffe mal. Auch nicht für allgemein das. Eigentlich, da ist das Auto. Also finde ich irgendwie doof. Ja, es ist halt die Lichter an sich, wenn du weiter weg bist, dann geben die auch kein Licht ab. Das sind halt dann nur irgendwie helle Streifen. Aber wie sieht denn das hier? Guck mal. Ja, das sieht doch gut aus. Guck mal, sogar die Bushaltestelle. Ja, ist doch gut. Ja, sieht aber dann viel sieht schöner aus. Ja, doch. Hätte man gerne wieder Vollmond, damit man auch nachts was sieht. Ach ja, natürlich. Wieso will ich denn? Ich will eigentlich über die andere Rampe. Nein. Ich will die andere Rampe. Ah, ist doch gut. Was ist? Nix. Ach ja. Ah, dieses blöde Autolicht, Mann. Echt so grell. Ja, ne? Ach. Ab hier kann man nicht meckern, ne? Nö. Okay. Aber die Stromkosten will ich auch dann haben. Ich glaube, das produzieren wir irgendwie selber. Ah, das ist Biogas Solar. Oder so. Hä? Solar. Ja, das würde auch in dann erklären, warum die so supi sind. Ja, und Biogas haben wir ja auch, ne? Den ganzen Mist, den wir einsammeln, der wird dann in so ein Silo gepackt, in den alten Brunnen, und da wird dann das Gas, was dann sich da entwickelt, wird aufgefangen und ja. Aber ich glaube, Regen ist eine Idee. Nö. Nö. Warte mal. Hol ich doch nochmal. Ja, oh, jetzt ist die Frikadelle auch mal gereift. Jetzt kann ich sie wieder neben mein Bett legen. Ne? So. Eine Kuschelfrikadelle und mein Kuschelbaumstamm. Schön, dass wir jetzt durch den Dings gehen können. Scheiße. Hallo? Wir kriegen das wieder hin. Wir lassen es einfach mal so. Vielleicht, ich weiß ja nicht, vielleicht hat, ist auch nur eine optische Täuschung, so wie die Hühner vorhin. Da brauchen wir auf jeden Fall Holz. Weil wir dann nämlich die Tische, zwei Tische neu machen müssen. Den Rest kann man ja wieder wegstellen, aber... Oh Mann. Nur weil ich jetzt die eine Wand eingerissen habe.
oder was? Nee, ich glaube, das ist irgendwie anders passiert. Entweder hast du noch einmal drauf gedrückt und er hat dann Nein. die Wand Aber es abgerissen. könnte. Ich kann vor unten, kann ich die Kiste hier weg. Ja, die muss dann wahrscheinlich auch weg. Naja, die Lampe muss weg. Die Lampe muss weg. Die Lampe. Oh nein, Entschuldigung. Dummes Zeugs. Auf sowas. Jetzt habe ich Scheiße gemacht, ne? Ja, das macht ja alles nix. Das ist doch alles halb Wenigstens so sind es nicht schon schlimm. wieder die Schränke. Nur Tische. Nur also. Ja, zwei Tische. Drei Tische. Warte mal, Kommt ich noch tu was mal dazu? die. Vielleicht noch eine Apfeltasche? Möchte jetzt auch was essen. Oh, Weihnachtsdeko müsste ja eigentlich auch noch rein, finde ich. Weihnachtsdeko? Ja. So, so. Jetzt da, wo Weihnachten ja vor der Tür steht. Ja, aber Entschuldigung. Ja, keine. Ja, ich weiß. Deswegen Also. sagte ich Weihnachtsdeko. Oder vielleicht Lichter, die unterschiedliche Farbdingsbums haben. Ja, im Prinzip, klar, warum nicht? Da machen wir einfach einen Teppich drüber. Der hält das ja auch garantiert aus, ne? Okay, dann lass uns schlafen und am nächsten Tag gehen wir Holz holen und so. Bin die Treppe runtergefallen. Hast du die Frikadelle immer noch da rumliegen? Ja, die ist aber jetzt inzwischen ist die gereift. Ich habe hier jetzt langsam keinen Nerv mehr. Okay. Die kommt Aber jetzt das war weg. meine Kuschelfrikadelle. Nein! Du, Jetzt die hast du mir reicht's. Es gegeben. reicht jetzt. Die hast du mir ins Bett gelegt. Deiner Kissi hast du nur. Ja, weil ich vielleicht gleich abdrücke. Was drückst du denn ab? Das hier. Ah. Du kannst nichts tun. Doch, du kannst auch. Ja, nee. Könnte auch, aber Nein, wir machen das nicht. was soll das denn? Genau. Lieber mal das Futter auffüllen. Ja, genau. Mach dich mal nützlich. Hat die da. Ah, danke, Co. Was denn? Ich hab doch D gedrückt. Ich soll mich nützlich machen, ne? Ich hätte jetzt gelacht, wenn du die Kuh getroffen hättest. Da hätten wir alle gelacht. Hätten wir plötzlich hier hinterrücks, hätten wir einfach erschossen. Ich dachte, was ist denn jetzt los, weil die Kuh sich vorher schon beschwert hat. Ja, die Und Kuh dann war plötzlich das. macht's Peng Die Kuh war das. und ich fall tot um. Ein falscher Knopf und die Du Kuh meinst, schießt. die Kuh hatte als einzigen Motiv, Ja, ne? ja. Ich war doch gar nicht da. Dumm nur, dass wir Videobeweis haben. Erstens, du hast ja auch nicht alle Hühner gesehen.
Ach so, du meinst, das wäre einfach nur ja. Anzeigefehler gewesen. Ja. Das heißt, man kann dem Stream oder der Aufnahme nee. Eh nicht vertrauen. Nein. So ist das. Ach, ja. Unglaublich. Cool, danke. Kuh? Siehst du? Also, ich muss ja an der Kuh vorbei, damit... Musst du aufpassen, musst du kugelsichere Weste tragen, wenn du zu den ja, Kühen wenn ich gehst. Zu den Kühen gehe. Milchmafia hier. Ja. Denen nicht passt, dann wird man von den Kühen einfach erschossen hinterrücks. Ja. Habe ich auch noch nie gesehen. Ja. Bin ja, auch sehr schockiert. Ja, du als Augenzeuge hast genau gesehen, dass das eine Kuh ja. war, ne? Ja. Hühnerwurst, Rindfleisch, Rinderfrikadelle. Tja. Haben wir nichts von. Haben wir nichts von, ne? Ich mach jetzt mal den Baum hier fertig. Der arme Baum, der hat ja nichts getan. Doch. Kannst den doch nicht einfach so fertig machen. Wofür brauchen wir jetzt noch Holz für die ah ja, Tür? Für die Sachen, für die Lücken, die wir so hatten und Tische. Ich glaube, ich gehe Holz kaufen. Ja, gehe Holz kaufen. Beinahe wäre ich ins Loch gefallen, weil das hier nur das die... ist wie ein Teppich. Ja, eben, genau. Wir müssen dann auch noch mal nach den Bären hier eigentlich mal gucken. Ja, da müssen noch welche ins Baumarkt-Raumfahrtprogramm aufgenommen werden. Das letzte Mal, als ich im Baumarkt war, haben die gefragt, ja, wie sieht's aus? Bräuchte neue ja. Mitarbeiter. Wie viel Holz? Weiß nicht. Mach halt mal so, weiß nicht, 20 Paletten oder so. Voilà. Okay. Also wenn nicht, ich das überhaupt alles tragen kann, aber egal. Ich habe ja keinen Anhänger mitgenommen. Ja, also 20 kriegst du drauf. Wenn man keine zwei Baumstämme hat. Zwei Baumstämme? Weil ich auf meinem... Achso, du hast schon zwei Baumstämme da aber oben aber die liegen. Kann ich auch hier rumliegen lassen. So geht das natürlich auch. Das sind immer diese Spontaneinkäufe, wo man sich denkt, warum habe ich meinen Anhänger nicht mitgenommen? Ja, das ist halt... Geht mir auch immer im Supermarkt so. Ne? Genau. Steht man an der Kasse und dann denkt man sich, oh Mann, ist viel zu viel, was man da... Weil dann fällt einem das noch ein und das und jenes. Was ist jetzt? Ach, ich... hab eigentlich ganz gut gezielt gehabt. Und dann hast du doch verkackt. Okay, also, nochmal. Dann war da eine Bodenwelle und die hat mich komplett... Da. Langsam und... Keine 5. Kriegst du nicht... Wir wollen ja sowieso hier jetzt nochmal hin. Und dann kann man... Oder konnte ich da noch eine... noch welche draufpacken? Oh Mann. Ah ja, doch.
Ich krieg die doch unter. Aber die kriege ich jetzt nirgendwo mehr drauf, oder? Ja. Ja, fertig. Was? Mit allem jetzt? Ja, ich habe die da eingebaut. Wofür habe ich jetzt Holz geholt? Für das nächste Projekt. Und die Tische? Ah, für die Tische. Es hat jetzt genau gereicht, um die Wand, den Boden und die Tür fertig zu machen. Aber die Tische, die fehlen halt noch. So, dann gucken wir mal nach dem Futter. Okay, ah, füllen wir einfach auf. Einfach aus Prinzip. Was machen wir denn mit den ganzen Hühnern hier? Ja, erstmal umsiedeln, oder? Einfach umsiedeln, genau. Bin ich jetzt falsch? Nee, doch. Dann tue ich die doch gleich mal ins neue Gehege. Ein Huhn. Da ist doch ein Hahn dabei. Wo? Hier. Ah ja, das ist doch normal. Ja, ich dachte, du wolltest keine Hähne mehr haben. Ja, keine Ahnung. Ach so, keine Ahnung, Ach okay. Mann. Ja, ne, ist doch. Also erstmal kann er da mal Noch drin bleiben. bleiben. Dann. Weil ich dachte, wir wollten dann keine befruchteten Eier mehr haben. So, aber wir haben ja noch jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Küken. Da ist aber noch eine. Aha, das ist der Hahn alleine. Muss er warten, bis die Küken alt genug sind. Mal bitte alle von dem Tor gehen, damit ich euch dann mal ins Haus reinsetzen kann. Der kapiert, dass das euer neues Gehege ist. Waren da nur zwei Tische oder drei? Also bei den Würsten hast du einen abreißen müssen. Und beim Käse muss ich gucken, aber ich glaube, das waren drei Tische, weil man auf jeden Tisch Drei. zwei Brenner kriegt. Oder? Also insgesamt waren es drei Tische. Oh Mann. Irgendwie ist das scheiße. Das sieht doch aber gut aus. Okay. Und dann kommt die Wurstmaschine dahin. Ja, ich weiß, das ist jedes Mal. Da muss man. Ah ja, ich weiß, was wir dahin machen. Ah, okay. Wenn das überhaupt dann noch dahin passt. Schade, die ist halt zu breit. Ich bräuchte ein kleineres Stück. Sonst hätte ich hier einfach irgendwie was hingestellt, was verhindert, dass man nach oben wieder läuft. Also, Ach so, dass das. so eine halbe Wand wäre cool Ja. gewesen. Aber
Die ist dann zu breit. Natürlich schade, ja. Ich stapel Holz. Also Planken. Das ist natürlich die falsche Farbe. Wieso? Gehst du da jetzt? So. Da. Was ist? Nix. Wir alle streichen könnten. Eigentlich kann man doch alle Zäune so in dem Braun machen. Rein theoretisch. Den Hänger hier hin. Und was machst du? Guck mal, dass ich die Hänger mal hier ein bisschen stelle, dass man die dann immer schön mitnehmen kann, ohne dass sie da irgendwie einem im Weg stehen. So, nein, was ist? Ach, ich hab natürlich falsch gelenkt. Geradeaus rein. Da. Das ist ja auch mal üben hier mit dem Parken. So, ja, was mache ich denn jetzt? Bist noch am Streichen? Nein. Ah, du bist nicht mehr am Streichen. Ich bin einfach am... am Sortieren wieder. Ja, dass das hier mal ein bisschen... aufgeräumt ist, genau. Ja, nicht mehr normal. Außerdem könnten wir dann tatsächlich mal gucken, ob die Farbe eigentlich auch reicht, die braune. Ob man die ganzen Zäune... gestrichen bekommen. Okay. Also, die drei. Fange ich doch einfach mal an.
Juing. Also außer das Alter von den Hühnern. Ne? Ja, das hatte ich jetzt nicht vor, das zu machen, aber. Upp. Fix hier. Ja. Diese Dose ist leer. Ob man die anderen Zäune auch streichen kann? Welche? Ah ja, die rund von dem Trainings. Ach so, wahrscheinlich nicht. Oder du kannst es mal ausprobieren. Nee, du hast den einzigen. Ich hab den letzten Eimer. Okay, ja, dann. Ich probiere es dann aus. Wenn ich da noch was übrig hab. Ich müsste dann wahrscheinlich sowieso einen Eimer wahrscheinlich besorgen. Das heißt wieder aus der Garage raus. Ja, das macht doch nichts. Und sich einmal schlagen. So fährt man, ne? Okay, ich habe keine Farbe übrig. Was glaubst du, wie viel? Warte mal. Du hast aber jetzt nicht ausprobiert. Nee, bin ich noch nicht dazu gekommen. Wir brauchen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Für die restlichen Zaunschichten am vom Pferd. Und das müsste es dann eigentlich gewesen sein. Also eine Dose müsste dann reichen, dann können wir auch ausprobieren. Weil es ja immer nur eins pro. Ein Pinselstrich pro Zaun ist und so weiter. So, dann könnte ich doch noch mal ein bisschen Eier sammeln. Ah, warte mal. Oh, beziehungsweise da. 6. So. Schweinefleisch, wo ist denn die Kiste mit den. Was? Ah, da. Ich habe die Kiste gesucht, wo Weiß- und Blauschimmel Pulver drin ist. Hier. Ja, ein Ei. Noch ein Ei. Nee, ein Ei. Man kann die nicht streichen. Okay. Oh, auf der anderen Seite fehlt aber noch. Das macht er nicht. Wenn. Ja, wie gesagt, ich bin nicht ganz durchgekommen mit dem Zaun vom Pferd. Eierkorb. Na. Auf geht's. Eier sammeln. Ein Auto ist irgendwie komisch. Ein Auto ist komisch. Das steht da nur in der Garage und macht nichts. Ja, bei mir. Ja. Naja, ich ignoriere das einfach. Ja, ignoriere das mal. Dann passiert da auch nichts. Einfach nicht hingucken.
konzentriertes Mist. Danke, Huhn. Ich wollte eigentlich euch euren Kram ausmisten, aber wenn ihr ständig hin und her lauft und mich dabei stört, wird es nie was. Wolltest du die anderen hier dann auch umsiedeln? Also sind ja nur noch Küken. Und ein Hahn. Ah ja. Die anderen, die du da siehst, die sind schon im neuen Stall. Ich würde irgendwann... Würde ich das hier einfach abreißen? Ja, weil solange das alles noch Küken sind. Und wir müssen den Hahn sonst erledigen. Welchen? Der hier? Existiert ja. Der? Ja. Seh auch, dass du ihn in der Hand hast. Geh ich mal aus dem Weg hier. Bevor hier irgendwas passiert. So, okay, ein Huhn ist jetzt wieder drin. Zwei Hühner. 30. Sind es Küken, die erwachsen geworden sind. Wieso habe ich das jetzt hier hingelegt? Keine Zeit gehabt, oder was? Ich doch nicht. Ja, hat er welche fertig hier? Käse. Kiste voll. Was denn? Ich habe nach oben geguckt und habe eingeschaltet und dann ist die Säge angegangen. Ha! Da ist bestimmt irgendwas mit der Verkabelung nicht richtig. Ist dir schon was aufgefallen? Ja, Lampen? Nö. Ach, du hast es. Haha, du hast unser altes Haus entfernt. Ja. Einfach so abgerissen. Ich finde es schade, dass das irgendwie. Dass man das nicht umstellen kann. Was das. Ja. Weißt du, man muss es ja nicht entfernen, aber dass du sagen kannst, irgendwie, ich will aber das Zelt, das ist jetzt hier. Ja, dass es ein bisschen besser aus dem Weg ist, ne? Dass man dann, weiß ich, du kannst ja im Prinzip, dass man so aufnehmen kann wie eine Säge oder so, dass man dann halt so einen Karton in der Hand hat oder einen Seesack oder irgendwie sowas. Ah, guck mal, es ist Vollmond. Es ist Vollmond. Warte, ich guck. Ich muss gucken, Vollmond. Vollmond, da hinten ist er. Ah, wie romantisch. Muss ich mich weiter um Wurst kümmern. Ja, halt hier ein bisschen näher ran.
Liegst du jetzt draußen auf dem Balkon? Ja. Willst du draußen übernachten? Ja. Ja, ist ja in Ordnung. Warum habe ich jetzt 2 zu viel? Keine Ahnung. Dachte, ich hätte nur 6 gemacht, aber okay. Oder waren die hier noch rumgelegen von irgendwie verletzt? Ja, tatsächlich, ich habe 8 gemacht. Dazu mache ich die letzten 2 ja auch noch fertig. Und dass wir den zweiten Schrank auch noch fertig kriegen. Lass dich raten, du hast jetzt da umgeräumt. Ja, und wo ist mein Kuschelstamm? Der liegt jetzt doch oben. So, als echter Rancher muss man halt mit dem Baumstamm kuscheln. Nein, das Hühnchen muss jetzt nicht sein. Kuschel doch nicht mit einem Hühnchen. Sehr gut. Frikadelle habe ich ja noch verstanden, aber ein Huhn? Was soll denn das heißen? So, können wir jetzt... Ja, was denn? Achso, willst du schlafen? Eigentlich schon, ja. Was wolltest du noch tun? Ja, wenn das nur 2 Dinge sind... ja, okay. Ja, das sind nur 2 Dinge. So wunderschön. Ja. Ja, ist auf jeden Fall mal besser als mit einer Dachschräge, wo man sich dann jedes Mal den Kopf anhaut. Oh. So. Morgendliche Poo-Routine. Okay, Schweine haben wir schon wieder Ferkel. Kann ja mal passieren. Wenn es nicht aufpasst. Ja. Darf mal woanders hinlaufen. Eigentlich wollte ich ja noch ein weißes Pferd haben.
So, noch ein weißes Pferd. Ein gutes weißes Pferd. Jetzt gucke ich erstmal, was der Laden möchte. Dann wollen wir ja noch die Bären. Und vielleicht nochmal jagen und dann das Pferd, oder? Ja. Käseblauschimmel, Hohnquark. Okay, Blauschimmel müssten wir so ein paar Sachen haben. Dann kann ich ja aus der Milch, die ich jetzt hier hole, einfach nur Quark machen. Drauf geachtet, wie viel? Habe Hast du ich gar nicht? nicht. Aber egal. Wir verzichten auf den Quark oder sowas. Machen halt einfach Blauschimmel. Der ist ja sowieso noch nicht fertig wird, ne? Ja, der wird nicht fertig. Also wenn wir frischen Blauschimmel machen, dann wird er nicht fertig. Aber wir haben, glaube ich, 3 Boxen voll mit Blauschimmel. Geht nicht. Weiße Kuh, danke. Geh mal da weg. Schuh, schuh. Dann so, dass ich diese Braune hab nicht melken können. Voll gemein war so. Geh mal wieder ein Stück auf die Seite. Danke. Nein. Schön drin geblieben. Wir haben 9 Rindfleisch und wir machen keine Rindswurst oder sowas. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Da hätten wir ja das letzte Mal Dings Hätten machen wir, können. ja, aber ich habe das halt auch nicht Ich habe mal das auch nicht mehr. auf dem Schirm, was wir da in den ganzen Kisten drin haben. Okay, ich mache jetzt noch mal Weißschimmel, weil da haben wir noch Pulver. Ein Blauschimmel. Ja, wie sieht's aus mit Bären? Ja, lass mich gerade noch schnell Eier verteilen. Kochen anstoßen. Ja, dann komme ich. Hilfe. Dann, so fahre los. Warte mal, dann stelle ich mal gleich mal auf deinen Monitor um. So. Ah, super gerettet. Ja, gerettet wäre, wenn ich erst gar nicht umgekippt wäre. Ja, aber das ist doch. Und dann verkauf mal. 1,4. Hast du denn Gar nachgeguckt? nichts. So.
Also da ist auf jeden Fall mal ein Bär, den ich schon sehe. Hier noch. Ach, zwei Baumstämme. Ah, oh, der hat mich gesehen. Er hat mich auch gesehen. Möchtest du mich auch noch sehen? Oh, Scheiße! Jetzt aber schnell! So, es geht los. Eins. Blub. 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 Da kommt noch einer. Und noch einer. Noch einer? Ja. Jetzt da. Alter, wie viel waren das? Acht oder so? Oder sogar neun? Der eine kam irgendwie komisch reingeflogen. Kommt ein Bärchen geflogen. Setz dich nieder auf meinen Hut. Oder so. Ja, ich weiß, hat normalerweise die Kralle heißt das Fuß. Im Nabel. Aua, das tut nicht gut. Oh Mann. Barry! Futter! Hallo! Hey, sie, Bär! Baum! Ah, da hinten ist ja noch ein Bär. Ja, den wollte ich ja auch dann noch mitnehmen. Hallo! Sie müssen nicht bergsteigen. Hallo. Hallo Sie. Wollen Sie eine Weisigerin auf die Itchy-Finseln? Aua. Ja, hatte. Da mal gucken. Ob er das dann auch geschafft hatte. Wer? Ja, der zweite Bär. Ja, der zweite Bär ist auch da. Ja, da. Oh! Was? Wo ist? Hier ist ein Hirsch. Da hinten ist ein Hirsch. Ein Hirsch? Ah, da hinten. Ich sollte nicht so langsam. Okay, machen. Der Hirsch ist hin. Erst hin. Ja, ist ja gut. Wir gehen ja. Mein Gott. Bitte folgen Sie mir unauffällig zum Baumarkt. Zum Baumarkt bitte hier entlang. Nein, Hirsch, du bringst alles durcheinander. Lauf. Lauf. Bleib da nicht stehen. Oh, du bist so blöd, Hirsch. Ja, ich weiß ja nicht, ob die jetzt die ja, okay. Hirsch. Wir kämpfen in einem Boot, Manu. So oft darfst du das aber nicht machen, so. Nee. Kommen alle mit? Also einfach mal zurückkommen und dann verkaufen wir die mal, die kommen. Und dann, ich bin doch schon auf dem Weg. Und dann schauen wir einfach, ob noch einer übrig bleibt oder nicht. Einer geht noch. Lalilalila. Hup. Noch einer? Ja. Ja. Ich glaube, das waren sie jetzt. Ja, also das waren echt viele Bären.
Aber wir haben auch ein paar Tage. Ah ja, wir waren jetzt lang nicht mehr hier, also. Kommst du? Ja, ich komme. Ja, Baumstamm geht ja weiterhin nicht hier drauf. Nein. Schwupp. So. Willst du noch gucken, ob du den einen Hirsch da noch was übrig von ist? Ah ja, guck mal, da liegt Ja, er. den Hirsch haben sie nicht, den. Oh. Wieso soll Ja, ich? ich mach. Ach, hier liegen ja auch noch Baumstämme. Glaube, die hast du mal gefällt, die Bäume, damit Bären es leichter haben, dir zu folgen. Ja, der Hirsch ist weg. Den haben sie direkt mit einem Haps aufgefressen. Ja. Wo wir auch dann nicht mehr waren, war bei den Wölfen. Ja, das können wir uns merken dann fürs nächste Mal oder so. Ah. Oder wir können ja mal jetzt zurückfahren und gucken, wie spät es ist, wie dunkel es ist und dann. Nachladen. Hey, wie seid ihr nicht nachgeladen? Bleiben Sie stehen! Dann kaufe ich lieber noch ein Pferd. Oder du gehst zu den Wölfen und ich hole ein Pferd. Pferd. Ich habe eben Bär verstanden. Dann kaufe ich noch ein Bär. So, Ja, aber okay. wofür? Ja, eben. Das macht auch einfach alles keinen Sinn. Richtig. Da, die da, die da, die da. Sollen wir das Jetzt. Fleisch gleich verkaufen? Willst du es gleich verkaufen? Ja, mach. Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Bleib doch stehen, bleib doch mal stehen. Ich. Und dann muss ich auch richtig parken, ne? Unglaublich, $90, wer da jetzt verdient haben. Willst du dann an der Bushaltestelle bzw. am Markt stehen bleiben, am Pferdemarkt? Ja. Dann tauschen wir Plätze sozusagen. Tschüss, bis nachher. Ich sag dir dann Bescheid, wenn ich das weiße Pferd habe, dann kannst du nämlich umschalten oder so. Wenn. Achso, dann, ja, Nein, warte, dann aber dich. weil so sieht man ja, hätte man dann die Werte. Ja, weil so hat man So das jetzt auch sieht nochmal. man das doch auch. Ah ja, doch. Nein, nein, Sieht man mich nein. wenigstens, wie ich von Wölfen aufgefressen werde, wenn ich zu dämlich bin. Wölfen, nicht Felsen. Ja, von Wölfen. Und Wolfilies. Mein
Gott. Wenn denn hier überhaupt Wolfilis sind. Ich. Das ist. Oh, das will ich haben. Leute! Ich. Will das haben, das ist mir. Hört auf mitzubieten. Hat doch gezeigt, das ist mir. Ein Wolf. Jo. Mehr Wölfe? Wolfies, Wolfies, Wolfies. Put, 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 put. Bin schmackhaftes Fleisch. Woher willst du das denn wissen? Kann doch viel erzählen für die Wölfe. Noch irgendein Wolf hier? Wolfi, Wolfi, Wolfis? Nein, nicht. Langweilig. Ich habe mal zwei Wölfe jetzt getroffen. Unser Pferd hat ja nur 8.000 gekostet. Ja, halb so schlimm. Ja, da ist der eine. Oh, der andere ist da. Doch irgendwo dieser zweite Wolf rumliegen. Ich kenne das. Da ist er doch. Waren das jetzt nur zwei Wölfchen? Da ist noch einer. Wer? Wolf. Direkt vorbei. Ich noch mal weggeduckt. Noch irgendeiner? Noch ein Wolf, der noch nicht versorgt ist. Ah, jetzt es wird ja zu steil, dann fängt an, die Kamera wieder irgendwelches Mist zu machen. Ah, ich denke, was ist das denn jetzt? Kommt da jemand mit dem Pferd? Hilfe! Ah, Mann. Ich kann ja so gut Auto fahren.
So. Parkt. Ich habe halt den Kopf in der Decke, glaube ich. Ah. Weil ich in die oberste Etage gucken kann, warte. Ja, also viel fehlt nicht. Also wenn du zu schnell, Aber bei mir, ich dann sehe reißt du die alles. Lampe weg. Ja, bei dir ist halt die Kamera hat halt ein bisschen Abstand zu deinem Kopf. Oh Gott, wo ist die Tür? Scheiße. Scheiße. Stopp, stopp, warte, ich lotse dich. Etwas nach links, weiter nach links. Wo ist Noch ein Stück links? nach links. Ja, noch ein Stück nach links. Und jetzt noch einfach nach links drehen. Stopp. So, jetzt nach rechts drehen. Und jetzt immer geradeaus. Noch ein bisschen nach rechts drehen. Wo ist rechts? Da, wo der Daumen links ist. Ja, genau, da. So. Und jetzt geradeaus. Oh Gott. So. Alleine hätte ich das nicht mehr, weil ich sehe ja nichts. Ah ja, klar, natürlich. Ist ja auch ein bisschen. Soll ich noch ein bisschen reiten? Ja. In den Sonnenuntergang? Pferdchen, komm mal her. So. Auf, wir reiten jetzt in den Sonnenuntergang. Wohin? Weiß ich nicht. Da, wo der Zum Sonnenuntergang ist. Markt. Genau. Also nicht zum Baumarkt. Nee, nee. Ist meins wieder schneller als deins? Weiß ich nicht. Glaube nicht. Ich glaube, deins ist schneller. Das macht nichts. Noch ein abendlicher Ausritt. Es sieht schon irgendwie Ja. aus, als hätte das Pferd einen Scheinwerfer. Ja. Weil es halt selbst keinen Schatten wirft oder so. Und Ich dann. finde das schon irgendwie cool, wenn man dann zusammen hier so und dann wieder nach oben. Also wenn wir dann. Wir könnten ja eigentlich auch zum Laden und dann diese Abkürzung wieder nach Hause. Ja, das können wir machen. Auf der Straße können wir ein bisschen schneller machen. Kommen wir vor jetzt wie Stadio Valley. Ne? Ja. Nur deins ist tatsächlich irgendwie. Ja, meins ist ja auch trainiert. Aber wie viel? Ja. Pff. Das ist noch mehr trainiert. Wohin? Mist, ich bin am Baum hängen geblieben. Jetzt durch den Wald zurück. Wenn es geht. Ich komme nicht hoch. Okay. Ich warte nur drauf, dass ich Wo bei bist Sinn. du? Ich bin jetzt einfach mal da. Haha! Hier ist unser Hof. Da. Und direkt über den Zaun. Ha, perfekt. Hast du gut gemacht. Da hinten kommt Licht. Tada! Und yay, auch. Schön. So.
War doch gut. War gut. Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Wenn wir gleichzeitig aus zumachen wollen. Gut, dann. Ich leg mich wieder hin. Ah, warte mal. Haha, Moment. Haben wir noch was vergessen hier? Okay. Den Weißschenkel können wir da jetzt mal drin liegen lassen, dann kann man am nächsten Tag rausholen. So. So. Aber das war's für heute schon wieder. Das waren kurzweilige 2 Stunden. Ja. Das war jetzt der Ranch für den Mo der Ranch für das Montag. Die Ranch für den Montag. Weiter geht's bei uns am Mittwoch für den Wimmelbild-Mittwoch. Da geht's dann noch weiter mit den Lost Grimoires. Da sind wir dann wahrscheinlich fertig. Also wahrscheinlich. Mit dem Teil. Ja, wer wissen will, was und wann wir streamen, kann natürlich hier auf Twitch auf den Streamplan schauen. Aber am sichersten ist es auch auf Twitter zu folgen, @calebgurth, weil da gibt es nämlich die Infos dann auch relativ zeitnah, auch wenn sich was ändert, was ausfällt und so weiter. Da ist man dann immer gut informiert. Ansonsten, wer auf Twitch live gesehen hat, kann gerne auf unseren YouTube-Kanal vorbeischauen, youtube.com/calebgurth. Da gibt es nämlich außer unseren alten Streams auch noch viele, viele Let's Plays zu verschiedenen anderen Spielen. Wie zum Beispiel Sims. Oder so. Und noch mehr. Und wer das Video jetzt hier auf YouTube gesehen hat, der darf gerne auch mal auf unserem Twitch-Kanal vorbeischauen. twitch.tv/calebgurth. Ja. Über Follows und Abos und so weiter würden wir uns natürlich freuen. Und ja. Damit wünschen wir noch einen schönen Restmontag oder an welchen Tag ihr auch immer schaut. Ja, bleibt gesund, habt Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.